Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Für euch gibt es heute mal einen kleinen Alltagsvlog, denn ich weiß, mega viele Leute feiern sowas auch extrem und ich habe mir gedacht, ich muss es einfach jetzt mal ausprobieren, denn viele von euch sagen immer, hey Tim, mach doch mehr Vlogs und ich habe immer gesagt, es geht für mich einfach nicht, weil ich die ganze Woche über arbeiten bin und erst gegen 17 Uhr nach Hause komme. Was bringt es denn da abends noch einen Vlog anzufangen, wenn ich hier zu Hause bin, vielleicht ein Gaming-Video aufnehme oder ein bisschen Netflix schaue? Aber ich habe mir gedacht, ich probiere es jetzt einfach trotzdem mal aus, liebe Freunde, denn wir haben gerade 18 Uhr und ich muss jetzt gleich noch hier an meinem PC, deswegen sitze ich auch übrigens hier, noch ein Video aufnehmen für morgen. Ich weiß noch nicht genau, wahrscheinlich wird es aber Minecraft werden. Und wie gesagt, habe ich mir einfach mal gedacht, ich probiere es einfach mal aus, währenddessen noch einen Vlog zu machen von meinem Alltag, eben wenn ich dann zu Hause bin, nach der Arbeit. Mal schauen, ob das Ganze was wird. Ich denke, wenn ihr das Video seht, ist was Anständiges bei rumgekommen, was man hochladen kann, sonst werde ich es wahrscheinlich nicht machen. Das heißt, ich werde mich jetzt erstmal hier ranmachen, noch ein Gaming-Video für morgen aufnehmen und ihr könnt mir dabei zuschauen. Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es gibt heute mal wieder richtig, richtig oldschool eine Folge Minecraft Bad Wars. Und das Video ist fertig aufgenommen und schon geschnitten. Es exportiert jetzt hier gerade. Wie ihr seht, es ist eine Folge Minecraft Bad Wars geworden. Das muss ich dann später nur noch hochladen, Beschreibung und Titel machen. Dann bin ich auch schon fertig. Übrigens auch, Leute, wundert euch nicht, warum ich hier über die halbe Wand so ein Kabel gespannt habe. Denn ich bin nebenbei auch immer so ein bisschen am Ausprobieren. Ich habe hier nämlich eine Wandlampe, die ich zur Seite gedreht habe. Und da oben drauf sitzt meine alte Webcam, wie ihr sehen könnt. Und die schaut eben hier in mein ganzes Zimmer rein. Denn ich bin nebenbei auch immer so ein bisschen am Ausprobieren. Ich finde es zwar cool, mein Livestreaming-Setup, wie es aktuell ist. Aber ich bin auch immer der Freund von was Neuem. Immer mal was Neues ausprobieren und ein bisschen was immer verändern. Nicht so viel verändern, Leute. Wir wissen, Veränderungen sind nicht gut. Aber ich bin nebenbei auch immer so ein bisschen, wie gesagt, am Ausprobieren. Weil dann kann man wirklich zum Beispiel bei einer LAN-Party halt hier sitzen, zocken, streamen, hier oben mit der Kamera, die ja jetzt auch schon mit dem Cam-Link angeschlossen ist, sich selbst filmen in richtig guter Qualität und hat dann hier noch eine zweite Kamera, die eben das ganze Zimmer filmt, was eben beispielsweise für eine LAN-Party richtig cool wäre, wenn man die ganzen anderen Leute hier sitzen sieht. Wobei das aber dann auch wieder nur die schlechte Webcam-Qualität ist. Also da muss ich mal schauen, was man da noch machen kann. Aber ist auf jeden Fall schon mal mit zwei Kameras richtig cool. Und dann kann man wirklich hier ja, ich habe ja mein Stream Deck hier. Dann habe ich hier einen Ordner, wo ich meine ganzen Sachen habe für, wenn ich live streame, und kann dann wirklich in so einer richtigen Live-Regie mit OBS dann hier so die Knöpfchen drücken und zwischen den Kameras wechseln. Freunde, ihr wisst, ich liebe Technik und so Spielereien. Das ist einfach richtig cool. Sowas mag ich richtig. Also mal schauen, was man da auf jeden Fall noch draus machen kann. Wenn ich alleine stream, macht das Ganze natürlich keinen Sinn. Dann braucht ihr keine Kamera, die mein Zimmer filmt. Aber wie beispielsweise bei einer LAN-Party ist es richtig cool. Aber nichtsdestotrotz, Freunde, habe ich das letzte Mal heute Mittag um 12:30 was gegessen. Das heißt, in der Zeit, wo das Video hier noch fertig rendert, würde ich sagen, suchen wir uns mal noch eine Kleinigkeit zum Abendessen. Schaut mal, Leute, wer da ist. Efi. Hi. Die Efi ist auch da, eine Kleinigkeit habe ich auch noch gegessen, sehr gut, Freunde. Und die Efi hat gesagt, wir schauen jetzt Aktenzeichen XY, Freunde. Ja. Ihr müsst wissen, ich schaue eigentlich wirklich überhaupt gar kein Fernsehen. Und mein Fernseher, der davon hängt, ist auch gar nicht an Fernseh angeschlossen. Also da ist wirklich nur ein Chromecast drin, dass ich den als Display benutzen kann für YouTube, Netflix, Amazon oder so. Und ja, die Efi hat gesagt, wir müssen jetzt Aktenzeichen XY schauen. Dann werden wir das mal machen, hier mit dem MacBook einfach den Tab auf den Chromecast streamen. Das geht, ja, mal wieder seit Jahren Fernsehen schauen. Und einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Wir haben gerade 7:06 Uhr, sagt mein Auto. Und ich bin gerade auf dem Weg zur Arbeit. Heute auch mal ein kleines bisschen früher, denn es steht heute Nachmittag noch einiges an. Und ja, der Vlog war gestern recht kurz. Ihr habt gesehen, es ist relativ schwierig, an so einem Abend noch irgendwas zu vloggen. Deswegen habe ich gedacht, ich hänge diesen Tag heute mal noch dran. Und ihr könnt mich auch heute wieder in meinem Alltag begleiten. Und wieder zurück im Auto, Freunde. Bin jetzt 8 Stunden später wieder auf dem Heimweg von der Arbeit und muss jetzt erstmal noch kurz zur Werkstatt fahren mit meinem Auto, denn mein Auto hat Xenon-Scheinwerfer und
BMW hat gemeint, sie müssen da so eine ganz coole Regelung für die Lichthöhe einbauen mit einem Sensor, dass man es nicht mit der Hand machen muss. Ja, ihr wisst es, Freunde, je mehr Technik, desto mehr kann kaputt gehen. Der Sensor war auch kaputt, habe ich selbst ausgetauscht am Wochenende. Jetzt ist der aber immer noch im Fehlerspeicher, der Fehler, dass der Sensor eben kaputt ist. Deswegen fahre ich jetzt gerade nochmal zur Werkstatt auf dem Heimweg von der Arbeit und fahre dann als nächstes zu Efi. Denn sie kümmert sich aktuell um ein paar Pferde, weil die Besitzer eben im Urlaub sind. Da werden wir mitgehen, die Pferde einmal in den Stall bringen von der Koppel. Und als nächstes geht es dann wieder nach Hause, Video schneiden, denn morgen kommt eine neue Folge Tevi online. Die habe ich auch schon mit Efi am Wochenende aufgenommen, muss aber eben noch geschnitten werden. Okay, da war ich bei der Werkstatt, hatte zwar eigentlich für heute 16 Uhr einen Termin, aber Werkstatt war voll. Die sind anscheinend nicht so ganz mit ihrer Arbeit hinterhergekommen, also muss ich mit meinem Auto wohl anders dann nochmal hinfahren. Was gar nicht so schlecht ist, weil dadurch habe ich jetzt ein bisschen mehr Zeit. So, mich einmal vorbeilassen, dankeschön. Aber wir fahren jetzt erstmal zur Efi. Hallo. Hallo. Hey. Na, wie geht's? Die Pferde wollen schon rein, habe ich gehört. Ja, die Pferde wollen schon rein. Okay, dann machen wir das mal schnell, würde ich sagen. Machen wir mal, ja. Auf geht's. So, sehr schön. Die Pferde haben auch noch eine Kleinigkeit zu essen bekommen. Sind wieder hier im Stall, dass ihnen heute Nacht nichts passiert. Und jetzt geht's wieder nach Hause. Erstmal Video schneiden. Das Video ist fertig geschnitten, exportiert jetzt hier gerade. Thumbnail habe ich eben auch schon gemacht. Das heißt, ich muss das Ganze jetzt gleich nur noch hochladen. Und krass, Leute, wir haben jetzt erstaunlicherweise gerade mal 18.40 Uhr. Normal dauert das Ganze immer so bis 20, 21, manchmal auch 22 Uhr, bis ich hier das Video für den nächsten Tag fertig habe. Aber ich musste hier zum Glück jetzt nur schneiden, nicht aufnehmen, weil ich das ja, wie gesagt, schon am Wochenende gemacht habe. Also ihr seht schon, wie voll mein Tag gepackt ist. Ich bin heute Morgen um 6.30 Uhr aufgestanden, dann direkt zur Arbeit, nach der Arbeit eben kurz bei der Werkstatt vorbeigefahren, zur Efi. Das Ganze hat maximal 20, 30 Minuten gedauert. Dann direkt nach Hause, hier am PC, Video geschnitten, und wir haben jetzt 18.40 Uhr und ich bin gerade so fertig, habe aber trotzdem noch nichts zu Abend gegessen. Da muss ich jetzt auch mal noch schauen, dass wir uns da auf jeden Fall was machen. Dann muss ich das Video noch hochladen und dann haben wir wahrscheinlich auch schon wieder 20, 20.30 Uhr, bis ich fertig bin. Aber Freunde, immerhin noch ein bisschen Freizeit, beziehungsweise noch ein paar Stunden Freizeit heute. Mal schauen, was wir dann noch so machen werden. Netflix! Netflix schauen. Ja, richtig. Okay, Freunde, wir sollten ja perfekt noch die eine oder andere Pizza für mich haben. Perfekt. Schmeckt. Kuschel. Okay, Google, Licht Esszimmer an. Das Licht im Esszimmer wird geschaltet. So, guten Appetit. Danke. Okay, und fertig gegessen, Freunde. Habe ich gerade das hier bei uns in der Küche entdeckt. Die neue schwarze Fanta. Efi hat gerade schon probiert und hat gemeint, ihr schmeckt's nicht so gut. Was ist das Ganze? Fanta Dark Orange. Es gab ja früher sogar auch mal weiße Cola. Jetzt gibt's aber schwarze Fanta. Also nicht schlecht. Ich werde jetzt auch mal probieren, Freunde. Wir schauen mal zusammen, wie das Ganze schmeckt. Also es sieht auf jeden Fall... Ja gut, ich meine, es sieht ähnlich aus wie Cola, wobei ich fast sagen würde, es ist noch mal ein Ticken dunkler. Aber wir probieren einfach mal, Freunde. Okay. Okay. Also ich finde, im ersten Moment schmeckt es ein bisschen wie die normale Fanta, aber der Nachgeschmack ist anders da. Ich kann aber noch nicht sagen, ob ich es gut oder schlecht finde. Die Frage ist auch, Freunde, ihr wisst ja, das Auge isst immer mit. Wenn man das jemandem geben würde, der es vorher nicht gesehen hat und nicht weiß, dass das Getränk schwarz ist. Deswegen
Es ist schwer zu sagen, aber ich würde sagen, mir schmeckt's. Also man muss sich an den Nachgeschmack vielleicht ein kleines bisschen gewöhnen, aber ansonsten finde ich es eigentlich gut. Also von mir aus kannst du die Fanta das ganze Jahr übergeben, aber es ist halt natürlich pures Marketing, an Halloween halt eine schwarze Fanta rauszubringen, dass die jeder kauft. Aber naja. Und wieder zurück hier am Schreibtisch. Das Video, was eben noch gerendert hat, lädt jetzt hier hoch, ist bei 17% und ich muss dann gleich noch Titel, Beschreibung, Tags und den ganzen Shit machen. Und dann ist das Video auch fertig und kann dann morgen online gehen. Aber das heißt, damit neigt sich dann auch langsam das Video und der Tag dem Ende zu. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da, liebe Freunde. Und ich hoffe natürlich, dass ich euch mal einen kleinen Einblick in mein Leben geben konnte, wie mein normaler Alltag eben so aussieht. Und ihr merkt, es ist eigentlich überhaupt nicht spannend, weil ich die meiste Zeit doch arbeiten bin und die restlichen 50, 60, 70% sitze ich wirklich hier an diesem Schreibtisch, nehme meine Videos auf, schneide meine Videos und ja, die restliche Zeit verbringe ich dann eben auch ein bisschen mit meiner Freundin, der Efi, beziehungsweise muss auch ab und zu mal was essen, wie ihr gesehen habt, also so spannend ist mein Alltag wirklich nicht. Aber falls der Vlog euch dennoch gefallen hat, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr alle mal ein Like da lasst, dann sehe ich das auf jeden Fall und kann bestimmt auch mal noch den ein oder anderen weiteren Alltagsvlog machen, liebe Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein, ciao! Nein, Kamera, ich lass dich nicht alleine, hallo.